Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Systeria. In der letzten Folge haben wir die Eiderhöhle betreten und kriegen hier andauernd auf die Fresse. So viel ist schon mal klar. Gehen wir weiter einfach. Was haben wir hier wieder Neues? Irgendwelche Stiefel haben wir bekommen. Federstiefel. Angriffskraft. Okay, nimm du das mal. Ja. Okay, dann weiter im Text, in dieser Höhle des andauernd, ich verreck beinahe. so, ich bin natürlich hier so hektisch durchgerannt, ich habe natürlich jetzt keine Ahnung, wo genau ich schon gewesen bin und wo nicht. Hier sind Kräuter, also nehme ich an, da war ich noch nicht. Ein Drachenschwanz, den habe ich schon. Der gibt mir mehr. Jawohl. Ist doch mal. Ist doch mal geil. Kommt dir kein Ort bekannt vor. Was jetzt. So. Ja, wo bin ich jetzt lang gegangen und wo nicht? Das ist die Frage. Gehen wir einfach mal zu der Sackgasse hin, wo wir anscheinend hin müssen. Die Skelette scheinen mal. Ich weiß echt nicht, wie mich die Skelette andauernd einholen. So, da oben war die Sackgasse, ne? Da waren wir ja schon. Ja, wir sind da unten lang gegangen letztes Mal. Oder auch nicht, weil hier sind keine Gegner mehr. Ich meine, da sind wir schon vorbeigelaufen, also gehen wir mal da lang. Glaube ich. Ja, zum Beispiel eine Silbertruhe und hier ist noch eine Truhe. Ich weiß ja, du tauchst irgendwie vor mir wieder auf. Du holst mich doch wieder ein, ich sehe doch. Warum sehen die vom Weiten aus wie Silber? Da guck ich an, das ist Silber. Aha. Gut, gehen wir zur Sackgasse, wo vielleicht auch vielleicht noch nicht ein Speicherpunkt ist und uns der nächste Boss erwartet und was weiß ich. Leck mich! Ja, Speicher. Jetzt habe ich wenigstens, dass ein Boss kommt. Egal, selbst wenn ich jetzt hier, weiß nicht, die Aufnahme nicht glückt, dann habe ich ja immer noch die 3 Minuten hier. Ist sowieso nichts passiert. Wir haben Drachenschwanz bekommen, ja. Also war auch schon. So ein typisches Glück. Warum können die auch nicht auf der Karte angezeigt werden? Adapter-Trick. Das sieht aber aus wie ein Bossraum hier. Hallo? Ja. Und was jetzt? Hä? Wo muss ich denn dann lang? Gab's da nur diesen einen Weg, oder? Hä? Da konnte ich doch irgendwo anders noch lang. Weil hier sieht aus, als kommt irgendwann ein richtig großer Kampf. Na gut, dann nehmen wir einen Speicherpunkt und gehen irgendwo hin. Okay. Ja, Felshacken, ja. Wollen wir mal da. Irgendeinen Weg übersehen. Konnte man doch irgendwie nach links. Sie hat doch gesagt. Der Weg war richtig. Auswahl der richtigen Zutaten. Was? Ichigo
Wir müssen erstmal da zurückkommen. Ah, die Musik ist schon wieder ein bisschen zu laut, habe ich so gefühlt. Ich habe die Stimmen mal ein bisschen runtergestellt. Natürlich wieder Problem vom letzten Part. Aber wo müssen wir denn dann hin? Da jetzt noch irgendwo hoch. Warte, ich bin nur da hochgegangen. Vielleicht habe ich deswegen auf die Fresse bekommen, weil da voll die Gegner sind, wo ich noch nicht hingehen sollte. Ach, hier kann man auch lang. Bah. Na, super. Was hat denn hier? Nix, okay. Ah, und da ist die Stadt, glaube ich. Okay, dann gehen wir da lang. Euch habe ich noch nicht gekämpft. Ihr seid, glaube ich, keine neuen Gegner, aber egal. Ich muss noch ein paar Stöße haben. Ich muss volle Möhre jetzt niesen, ey. Off. Die Kampfaktion erlernt. Haben wir die Stöße jetzt? Verdiente Hinrichtung 36. Im Fest den Kettenschnitt zum genau richtigen Zeitpunkt, um die SA zu erhöhen. Okay. Okay, Stöße muss ich jetzt auch nicht mehr einsetzen eigentlich. Amortisierung brauche ich noch 800. 700 noch was. Gesamtschaden. Kombo-Treffer. Rasches Ausweichen, dann kommt alles von alleine irgendwann. Ich glaube nicht, dass ich alle in diesem Spieldurchlauf hier bekommen werde. Das ist eine silberne Truhe. Wahrscheinlich ist die. Wahrscheinlich ist die gar nicht silber, ne? Wahrscheinlich ist die wieder diese komische Farbe. Oder auch nicht. Gut. Kumpanmaske. Okay. Okay. Greif Mila an. He does not approve of this bullshit. Ah, wie viele Erfahrungspunkte brauche ich denn noch? Viel. 2097 ist eigentlich nicht so viel. Aber naja. Gehen wir mal zur nächsten Stadt, nehme ich an. Da ist ja eine Stadt, ne? Geht ihr bloß weg, gegen euch möchte ich nicht kämpfen. Ihr macht mir ganz doll Aua. Das erste, was ich natürlich sehe, ist ein Monolith. Na klar, wenn einige von euch sagen, Befehle sagt ihr, die habe ich vergessen. Vergisst auch manchmal das Atmen.
Wenn ihr Feinde umzingelt seid, gibt es einfach ein Befehl ausschwärmen. Wenn die Schwächen eines Feindes, ich denke nicht daran. Es gibt schon so viele Tastenkombinationen und Sachen, die man hier machen kann in dem Spiel, ne? Ich soll jetzt nicht nur die Befehle auswendig, hallo? Aber das Piraten hier ist Bosheit wie blöd, ne? Ja. Oh. こんにちは。この新しい建物、学校？そうだよ。村長さんが作ったんだよ。村の将来のためにね。学校か。町のものに比べたらささやかすぎるだろう。そうなの？俺の育った村にはなかったから、ちょっと憧れだったよね。ゴドジン村長のスランジです。こんな辺境まで。 どんな用で？人を仕事で辺境の食べ物について調べてるとか、そんな感じ？それはご苦労なことです。幸いこの村は大きな飢饉には見舞われていません。それどころか前より豊かなくらい。村長のおかげでな。必要なものがあったら遠慮なく言ってくれ。 Das heißt, ich kann das Dorf nicht verlassen, ne? Und auf Screen trainieren. Verdammt! Das vergessene Dorf. Na, na. Oh. どうしたの、エドナ。別に、ニボから受けた屈辱を思い出してるだけ。そうなんだ。そんなことより、村の奥に遺跡があったわ。相当古くて凝ったものみたい。古いってどれくらい？多分クローズドダークより前。私より年上かも。じゃ、アバロストの調律時代？本当なら超貴重だよそれ。あれ、Was fragt man einer Dame nicht? Hallo? Na, Mibo, Mikleo. Naja, hier ist sehr viel Bosheit, also irgendwas Illegales scheint hier am Laufen zu sein. Übrigens, Norman. Also, ich kann jetzt nur von ihm Sachen. Das ist noch ein Norman, was zum. Willst du aber nicht so viele Sachen geben? Dann habe ich sowieso wieder neue Klamotten, dann sind die sowieso nicht wichtig. Laila und Rose. ゴドジンって幸せそうな村だよね。ええ、前向きで活気があって、みんな家族みたいだね。けど、天族の官は感じないな。はい、家具天族は不在ですわね。一時は、かなり荒れていたようです。それを今の村長さんが立て直されたということですが。だからみんな村長さんを尊敬してるんだな。そうなのでしょうね。ここは随分貧しい土地のようですし。うん。誰にでもできることじゃないよ。ローゼさん、どうかされました？あ、ごめん、ちょっと考え事あって、もうちょっと調べたらちゃんと話すよ。 Typisch stellt es auf. Ach, es ist nichts. Es ist nur etwas sehr lebens
Wichtiges, was hätte vielleicht wichtiger sein können, wenn ich es euch vorher gesagt hätte, aber vergiss es. Ich hasse das in Entails aufspielen. Boah. So, ich werde nicht in ein Gasthaus übernachten, weil ich genau weiß, ich muss storymäßig wieder in ein Gasthaus übernachten. Verdammt, ich wollte noch mit Deso reden. Jetzt kann ich mit Diesel nicht mehr reden, ihr Blöden. Na toll. Bin jetzt nicht gut. Nein, nicht schon wieder da lang. Kann ich zur Not hier wieder rausgehen? Ja, gut. Gehen wir erstmal ins Gasthaus oder gehen wir erstmal hier eine Karte kaufen wahrscheinlich. Ja. Und ja, dauern sollte. Ach ja, ich habe eine neue Karte erstellt. Yay. Weiß bis heute noch nicht, was das bringt, aber ich kaufe trotzdem welche. So. Gehen wir wieder ins Winterzimmer hier, nur um zu sehen, dass da wieder nichts ist. Oh, sieht mal anders aus. Aber ist trotzdem nichts. Warum Zeit verschwenden, so was einzufügen, wenn da sowieso nichts ist? So verschwendeter Programmierplatz. Aber nach mal wieder und ich kann wieder ganz viele Sachen hier machen. ワンピースと似合ってるよね。ちょっと変わってるけど。お兄ちゃんもそう言ってくれた。え？別に。あなたには似合わないって言ったのよ。 それはそうだ。 Da hat Edna, glaube ich, zum ersten Mal eine sanftere Seite gezeigt. Sehr schön. Ja. Dann gucken wir mal. Eine Kebab-Pizza. Ja, ich brauche. Ich sollte vielleicht Pfirsichgummis jetzt kaufen, ne? Ich hab genug Geld. So, nix Neues. Hier ist was Neues für Layla. Und für Mikleo. Okay, was? Ja. Layla, Vergiftungsring, ne? Giftwehr. Ja, mein Gott, hat sie wenig Effekte. So, mal meine Stimme los. Kräuter. Habe ich von irgendeinem Kraut schon 15? Sollte ich vielleicht mal eins benutzen? Nö, noch nicht. Habe ich noch eins benutzen? Ich weiß nicht, warum ich die nie benutze, aber... Ja, es ist einfach so. Biskitrolle. Zum Glück gibt es ja noch einen sehr großen anderen Eingang, wo wir durch können. Welcher überhaupt nicht versteckt ist, oder? Und da sind so Steine. Kriegen wir jetzt die Fähigkeit?
Kriegen wir jetzt die Fähigkeit, Steine kaputt zu machen? Gigantenkraft. Drücke unten, um die Gigantenkraft zu wirken, um bestimmte Großgegenstände zu zerstören. Wenn du erdempfindliche Pfeile triffst, kannst du dir einen Kampfvorteil verschaffen. Und zeig mal. Ruff! Jetzt können wir überall hin. Sehr gut. Ich möchte jetzt glatt nochmal zurück zur Höhle gehen. Ey, die Truhe ist verschwunden. Elixier? エリクシールって需要競争薬だから。しかも結構な依存性がある。悪質ね。そんなものが教会のお墨付きで売られているのですか。証明書はローランス教会の印が押された本物。なのに売上金はこの村に流れ込んで。調べたお金の流れってそれか。 Erstmal sorry. Das ist nicht die Teamaufstellung, die ich hatte, oder? Ja, das ist ein Boss, habt ihr gut erkannt. Der nicht viel aushält. So, das war einfach. Okay, gut. やっぱり村長さんを捕まえに来たんだな。そんなこと、させねえ。やめろ。一体何があったんだ。あなたはマシドラ教皇様。調べはついているのだが、なんで教皇様がこんなことを聞きたいのはこっちだ。なぜ私が教皇などという望んでもいない仕事をしなければならない。 私は聖職に就いたのは家族に支えかな家を与えたかったから。ただそれだけだったのに。でもあなたを慕っている人は大勢います。騎士団のセルゲイたちだって。分かっている。だからできることを必死でやった。自分を顧みず皆のために何十年も。その結果 気がつけば家を帰り見ない男と憎まれ、私の家族は跡形もなくなっていた。私は
全てがどうでもよくなったのだ。死ぬつもりでも両様より動けなくなったところを彼らに救われた。ご同人の皆は私に何も求めず、ただ家族のように接してくれた。それで村のために働こうと思われたのですね。偽エリクシールを売りさばいたまで。帝国も教会も知らん。卑怯者と言いたければ言うがいい。 今の私は家族のために生きている。家族のためか。同情はするよ。けど教皇を連れ戻さないと碑文を読まなきゃ記憶が得られないし、セルゲイたちも枢機卿に対抗できないよな。ですが、 村長さんの人望と手腕がなかったら、加護の内ご土人はどうなってしまうか。わかるけど、同じことはペンドラゴンにも言えるよ。そもそもこいつが逃げたのが原因、責任を果たさなくていいわけ。何か方法があるんじゃないか。碑文を読んでもらってご土人に戻るとか。騎士団や教会があの状況では、この人を解放してくれるって思う？ Okay, so viel zum Zurückkehren. Du musst unser Oberhaupt gehen lassen. Ich übernehme die Verantwortung für den Verkauf des falschen Elixiers. Ja. Könnte ich auch theoretisch kurz rausgehen zum Trainieren. Wäre nämlich sehr gut. Müssen wir wirklich hier sein? Ich kann nicht fassen, dass das überhaupt ausreichend ist. Unsere Erziehung. Ah ja, die Schule. ずっと旅暮らしだったからね。風の骨のみんなが先生代わりだったんだ。ロッシュなんてああ見えてすごい達筆だし、文学にも詳しいんだよ。へえ、エギウもいろいろなことを知ってそうだ。うん、格闘術や忍び込みの仕方を教えてくれた。ま、太古の先生だね。嘘なんか。俺とミクリオも同じ。井口のみんなが先生だったんだ。思い出すな。 じいじの礼儀作法の授業が厳しくてね、おかげでミクリオがこんな感じになったわけ。<笑>すれえはあんまり覚えなかったんだ。そうでもないけど。そうだろ。定位見聞録ばかり読んでて困った。ミクリオも似たようなもんだろ。僕は歴史と古代語の勉強を兼ねてだよ。俺だってそうだ。要するに今と同じってことね。まあね、だから寂しいことはなかった。 もっと大勢と勉強したり遊んだりしたかったなって。わかるな、その気持ち。Cool, haben wir die beiden mal als Kinder gesehen. Die überhaupt irgendwo speichern? Ich glaube nicht, ne? Irgendwie ist neben jedem Waffenverkäufer irgendjemand anders noch. Wenn ich bestimmt irgendwann bessere Sachen kaufen kann, ne? Aber er hat es noch nicht getrunken, oder? Ja, mir ist schon klar, ihr lebt den alle. Okay. Okay. Ich
村の皆に罪はない。全ては私の。これは事情を知りたかっただけなんだ。だから帰るよ。このまま。いいかな？わかんない。けど、スレイがこの人を信じたのは分かった。だから、いいよ。 Ah, kein Abgemetzel, okay. Mondai war Suki Kyono Yoikini, Doya Taiko Suka. Renanda, Kaido Kudekinaka. Given the Angoka. Given the Toki? Mucha Janoido. Stoga Kangaita Monodashi. Nani or Yomoshiro Soda. So that. Send me the hint to Kray, Oshet Moravanaito. Doshi. Uchirae Uide Kudasu. Nein, ich speichere erstmal. Ja, kann ich jetzt nach draußen gehen und. Nee, ne. Ich glaube nicht. Ich werde nur ausgehen hier noch kurz trainieren. Danke. Ich will jetzt ausgehen wieder ein Level hier hochballern. Wo ich weitermache. So, wo ist der Speicherpunkt hier? Ich sage, ich beende den Part hier und das geht, gucken wir uns das nächste Mal an. Und sehen uns dann in der nächsten Folge auf Let's Play Tales of Zestiria. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sag tschüss, bis zur nächsten Folge.